Die ersten beiden Zeilen, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Personenkennzeichen, Matrikelnummer, Nachname und Vornamen müssen ident wie im Formular SB1 mit deinen Daten ausgefüllt werden. Nun musst du auswählen, über wen du im unten stehenden Formular Auskunft erteilen wirst. Im Abschnitt 1 trägst du in die entsprechenden Felder Nachname, Vornamen, Sozialversicherungsnummer, Wohnanschrift, Postleitzahl, Wohnort und die Staatsbürgerschaft der Person ein. Im Abschnitt 2 kreuzt du die zutreffenden Arten der Erwerbstätigkeit der entsprechenden Person im letzten Kalenderjahr an. Dann gibst du den derzeitigen Beruf der Person an. Im Abschnitt 3 sind nun weitere Einkünfte aus dem letzten Kalenderjahr, die nicht in die obigen Kategorien fallen, anzugeben. Hat die Person Unfallrente bezogen? Unfallrente ist ein Ausgleich von Einkommenseinbußen, sollte man infolge eines Unfalles nicht mehr oder nur vermindert berufsfähig sein. Das gilt ab 50% Invalidität. Hat die Person Übergangsgeld bezogen? Übergangsgeld kann bezogen werden, wenn eine Person kurz vor ihrer Pensionierung länger arbeitslos gemeldet ist. Hat die Person Wochengeld bezogen? Wochengeld wird Müttern während des Mutterschutzes je 8 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt eines Kindes zugestanden, um den Verdienstentgang abzumildern. Hat die Person Kinderbetreuungsgeld bezogen? Kinderbetreuungsgeld wird während der Elternkarenz bezogen. Achtung, das Kinderbetreuungsgeld entspricht nicht der Familienbeihilfe. Die Familienbeihilfe wird an dieser Stelle nicht abgefragt. Hat die Person Pflegekarenzgeld bezogen? Pflegekarenzgeld wird jenen zugestanden, die sich für die Pflege anderer Personen karenzieren lassen. Hat die Person Sozialhilfe bzw. bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen? Sozialhilfe bzw. bedarfsorientierte Mindestsicherung wird zugestanden, sofern aufgrund der Arbeitsmarktsituation keine Erwerbstätigkeit nachgegangen werden kann und soziale Bedürftigkeit vorliegt. Hat die Person eine Sonderunterstützung des österreichischen Bergbaus bezogen? Eine Sonderunterstützung des österreichischen Bergbaus wird jenen zugestanden, die in diesem aussterbenden Berufsfeld tätig waren. Hat die Person ein Einkommen aus einem freien Dienstvertrag bzw. einem Werkvertrag lukriert, der im Einkommensteuerbescheid nicht ausgewiesen wird? Ein Einkommen wird dann nicht im Einkommensteuerbescheid ausgewiesen, wenn folgende Bedingungen vorliegen. Erstens, das Einkommen enthält neben lohnsteuerpflichtigen Einkünften auch andere Einkünfte, zum Beispiel aus einem freien Dienst- oder Werkvertrag oder Mieteinnahmen, sofern diese zusätzliche Einnahmen in einem Jahr insgesamt weniger als 730 Euro betragen und das gesamte Einkommen 12.000 Euro pro Jahr nicht übersteigt. Zweitens, wenn die Jahressumme der nicht lohnsteuerpflichtigen Einkünfte weniger als 11.000 Euro beträgt. Hat die Person Einkommen mittels eines Dienstleistungschecks bezogen? Dienstleistungschecks dienen der Entlohnung für Arbeitsverhältnisse in privaten Haushalten. Hat die Person ausländisches Einkommen bezogen? Ein ausländisches Einkommen wird dann bezogen, wenn der Lebensmittelpunkt, also der Wohnsitz der Person, nicht in Österreich ist und das Einkommen infolgedessen auch nicht in Österreich versteuert wurde. Wird ein ausländisches Einkommen bezogen, so ist im Formular unbedingt ein Einkommensteuerbescheid und ein Jahreslohnzettel beizulegen. Beide Beilagen sind unbedingt mit beglaubigter Übersetzung einzureichen. Eine beglaubigte Übersetzung ist eine Übersetzung einer Gerichtsdolmetscherin bzw. eines Gerichtsdolmetschers mit entsprechendem Rundsiegel und Unterschrift. Im Abschnitt 4 muss angegeben werden, ob die Person eine Grenzgängerin bzw. ein Grenzgänger ist. Das ist eine Person, die zwischen dem Land, in dem sie lebt, und dem Land, in dem sie arbeitet, pendelt. Schließlich muss angekreuzt werden, ob die Person ein Gewerbe zurückgelegt oder ruhend gemeldet hat. Wenn ja, dann ist auch das Datum der Ruhelegung anzugeben.